Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, ich habe zwei neue Steckdosen bekommen. Wie ihr seht. Und da habe ich die Anfrage bekommen, ob ich die gerne mal mein Publikum, also euch, zeigen wollen würde und testen wollen würde. Und dann habe ich gesagt, na klar, kann ich gerne machen. Die sind beide mit Alexa kompatibel und mit Google Assistant. Wie ihr hier vorne schon seht. So, hier haben wir nichts. Wartet. So, da haben wir auch nichts. Also. Modellnummer ET29. So. Da haben wir dann halt Wi-Fi, App, Voice und Energie. So. Also Energie, das ist wichtig für euch, dieses Energiemonitoring. Weil viele haben immer gefragt, wenn man Steckdosen kauft, woran sieht man das, dass die das können, was sie können. Energiemonitoring. Das ist ganz wichtig. Wi-Fi heißt ganz normal, dass sie mit Wi-Fi kompatibel sind, logischerweise. Ja, gibt auch welche, die Bluetooth kompatibel sind. App Control heißt, dass sie über die App, dass es eine App gibt, die sie kontrolliert. Voice Control heißt, dass man sie mit Voice, also mit A-Punkt oder G-Punkt, G-Punkt klingt falsch, aber ihr wisst, denke ich mal, hoffentlich, welche Assistenten ich meine, dass die halt damit kompatibel sind und Energie-Monitoring, dass er die Energie-Monitor, dass er da so Monitor hat und dass er dann halt auch zurückdatiert gucken könnt, wie viel ihr vor einer Woche oder so verbraucht habt. Ich denke mal, das ist für einige ganz wichtig. Aber ich sehe gerade wieder, ich habe das Auto. Achso, ich hatte ja den Hangout gemacht. Das war jetzt diesmal meine Schuld. Ich habe vergessen, Autofokus zu aktivieren. So. So, kann man nochmal gucken. Wie gesagt, Alexa-kompatibel, Google Assistant-kompatibel. Ja. Smart Plug. Zwei Stück sind drinne. Vorder, also sind die beiden Seiten. Hier steht immer die App. Und hier einmal das. Das ist die. Müssen wir mal gucken, welche App das ist. Die müsste ich aber doch schon haben, glaube ich. Zur Webseite. Ja, Smart Life. Hier. Ganz normal Smart Life öffnen. Also die habe ich schon. Die habe ich schon, die Smart Life. Aber das ist nicht. Die braucht ihr auch gar nicht meistens. So, wir werden mal jetzt eine Packung nehmen und auspacken. Wenn ihr jetzt schon verschiedene Smart Life oder smarte Produkte zu Hause benutzt. Gosund. Oh Gott, ich komme nicht auf die ganzen Namen hier. So, das sind alles meine Smart-Sachen. Das ist alles nur Smart. Ankommen, Tuya, Technik, Osna, Osayo, Smart Life. Haudeng, was, keine Ahnung, was Haudeng sein soll. Das hatte doch mal einen anderen Namen. Ah, das ist auch für eine Lampe. Renpo, Switchboard, Home Connect, Magic Home, GuLife, Guvi Home, Gosund, Xiaomi, Miros. Ja, und das sind nur ein paar Apps, die für Steckdosen sind. Also das sind halt die hier oberen. Ja? Das sind nur ein paar. Das ist Quatsch, die braucht ihr nicht alle wirklich. Das ist jetzt hier Smart Life, das wäre jetzt halt hierzu. Aber das, wenn ihr jetzt, ich werde es euch auch gleich zeigen, wenn ihr eine App habt, die kompatibel ist. Wir nehmen uns jetzt einfach mal eins raus hier.
So. Ach hier, ach so, deswegen ist das hinten grün für Balkonkraftwerke. WLAN für Balkonkraftwerke. Powerbutton. Also er hat wohl auch einen Energiemonitor für das Balkonkraftwerk dran, dass ihr da WLAN an- und ausschalten könnt. Deswegen halt ist das hier hinten grün. Ich habe kein Balkonkraftwerk, aber okay. So. Wir machen das jetzt mal hier rein. Ihr seht jetzt praktisch, dass das hier oben blau blinkt. Ich hoffe, das sieht man. So. Wir sollten eigentlich jetzt aber Smart Life nehmen. Machen wir aber jetzt nicht. Wir nehmen jetzt einfach Ene Mene Mu. Ah ne, das ist die von meiner Waschmaschine. Ich nehme jetzt einfach mal die Gosund-App. Hier seht ihr, ich habe hier schon einige Sachen drin. Ganz normale Gosund-App. Ja, so wie ihr sie auch kennt. Hier sind jetzt ein paar raus, gerade weil ich die in eine andere App verschoben habe. Das ist ganz normal. So, ich gehe auf Plus. Nächster Schritt. Zulassen. Bluetooth will er jetzt zugelassen haben. So, und wir wollen WLAN. Teileverbindung. Was? Bin ich da jetzt gerade nicht angemeldet? Doch. WLAN. So. Das war aber vorher nicht so, dass man das hier oben. Bitte aktivieren Sie Funk. Habe ich das? Ach, ich habe mein WLAN aus. Ist ja kein Wunder, dass es das nicht funktioniert. Mein WLAN war nicht verbunden. So, jetzt. Und wir sagen hier WLAN-Steckdose. Ich gebe mal hier kurz das Passwort ein. Aber brauche ich nicht. Weiter. Kann ja hier einfach sagen. So. Und hier seht ihr das, dass das hier blinkt. Und hier fragt er. Ja, es blinkt schnell. So, wir sagen weiter. Und schon hat er die Steckdose. Das war schon, ehrlich gesagt. Und dann können wir hier raufklicken. So, jetzt wird die WLAN-Steckdose hinzugefügt. Hier oben sagt er auch schon in Alexa, dass wir eine WLAN-Steckdose hinzugefügt haben. Und wir nennen die jetzt einfach mal. Wir lassen die WLAN-Steckdose. Dose und nenne die jetzt einfach mal WLAN-Steckdose 1. So. Fertig. Und so. Jetzt ist die WLAN-Steckdose 1 hier. So. Da ist er. Die ist jetzt aus. Jetzt ist er an. Aus, an, aus, an. Hier können wir dann die Energie und das in Euro, also die Kilowattstunde und das dann halt in Preis sehen, weil ich glaube nicht, dass sie das mit dem Preis vernünftig hinbekommen, so teuer wie wir in Deutschland sind und so viele Tarife, wie es hier mittlerweile gibt. So, und hier kann man dann einstellen, ach so, Gebühren. Preis 40, ach Quatsch. 0,40 für eine Kilowattstunde. Nur Zahlen. 40. Ja. Ja, mal den Monat, ja, alles Mögliche. Und das war's aber eigentlich schon. Hier oben können wir die Wattzahl sehen, die verbraucht. Es wird jetzt natürlich nichts verbraucht, weil ich jetzt nichts hier dran habe. Dann müsste ich jetzt. Können wir ja mal einfach ganz schnell machen. Zack, bumm. Und dann nehmen wir das Handy, wo wir das hier gerade gucken. Schließen wir das an. Das ist zwar auf 100%. Aber ein bisschen Energie fließt ja dann trotzdem.
Aber halt jetzt nicht wirklich viel. So, wäre halt natürlich was gut, was wirklich was verbraucht. So. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Wenn du das rausnimmst, steht es dann gleich wieder. Ja. Hier passiert nichts. So. Und damit das auch mit ihr funktioniert, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht über Alexa-App synchronisiert. Alexa? WLAN-Steckdose 1 aus. Weil ich hab's ja, ich habe Alexa nämlich im Handy ja hinterlegt. Ja, also, und dadurch, synchronisiert die immer automatisch. Alexa, WLAN-Steckdose 1 an. Und schon ist er an. Ganz einfach. Und jetzt nehmen wir uns einfach nochmal so eine Steckdose raus. So, und die gehen wir jetzt wirklich auf Smart Life. Das ist jetzt Smart Life. So, da machen wir die jetzt rein. Ihr seht, das blinkt hier oben. Sieht man doch, oder? Ja. So, und hier sagt er schon, Mensch, ich habe eine WLAN-Steckdose gefunden. Weiter, weiter. Und da sagt er hier, zack. Ne? Jetzt hängt er gerade. So, der hat jetzt, jetzt hat er sie hinzugefügt, der wollen wir umbenennen. Verbindet er gerade mit Alexa. Ja, deswegen nehme ich lieber die Gosund-App. Da läuft es dann halt wirklich, wie ihr seht habt, schneller, reibungsloser. So, wir packen die jetzt einfach mal rein. Scheißegal. Und dann gehe ich hier rauf. Gehe hier rauf. Gehe hier rauf. Und sage hier WLAN-Steckdose 2. Speichern. So. Alexa, WLAN-Steckdose 2 an. Alexa, WLAN-Steckdose 2 aus. Seht ihr? Das funktioniert einmal frei, obwohl ich halt noch nicht in der App synchronisiert habe, weil ich Alexa halt hier praktisch Zugriff gegeben habe und die immer im Hintergrund läuft. Wir haben hier den einzelnen Schalter hier unten. Ganz normal. Hier haben wir einen Timer, dann kann man einen Zeitplan einschalten, wann sie angehen soll, wann sie ausgehen soll. Das ist halt gut, wenn man unterwegs ist oder so, dass dann irgendeine Lampe oder so in unregelmäßigen Zeiten angemacht wird, damit es aussieht, als wenn zu Hause bewohnt ist und nicht leer ist. Hier haben wir den Verbrauch, Tag, Monat, Jahr, Kilowattstunde und Euro, logisch. So, und dann haben wir hier unten noch Einstellungen. Log, hier können wir dann halt sagen, schalte ein und aus, können wir dann sehen, was hier passiert ist halt. So, dann haben wir Betriebsanzeige, ein aus, off, können wir hier zum Beispiel off machen. Und dann leuchtet es dann hier nicht mehr. Betriebsanzeige on. Dann leuchtet es noch. Ja, ich lasse Betriebsanzeige an, aus, lasse ich ganz normal drinnen. Auto. Das kenne ich so nicht. Der Zustand kann angepasst werden, um. Achso, das kann irgendwie. Und lassen wir mal auf Auto. Das ist wahrscheinlich, weil es im Balkonkraftwerk hoch geeignet ist. Überladungsschutz haben wir, den können wir hier anmachen. Jedes Mal, wenn die Ladung über 40 Minuten weniger als 3 Watt beträgt, wird das Gerät ausgeschaltet. Hier können wir auch wieder die Gebühren einschalten. 40 Cent.
So. Können wir zurückgehen. Aber hier ist er jetzt bei 40 Euro. Ich weiß nicht, ob der die kapiert, dass es 40 Cent sind. Täglich. Wöchentlich, monatlich. Ist ja auch cool. Kann man sich erinnern lassen bei Strom. Ne, ist ja cool. Stromdaten löschen, elektrische Daten löschen. Also da wird dann alles gelöscht. Abbrechen, das wollen wir nicht. Ja, dann haben wir natürlich noch, wenn wir in der App selber sind, können wir hier oben nämlich Geräte hinzufügen. Szene, Geräte, Szene können wir halt, ne, dem Wetter oder je nachdem, wie Tageszeit ist, kann man sagen, dass da irgendwas passieren soll. Profil ist Profil, da habt ihr dann halt hier Alexa drinne, Google habt ihr drinne, SmartThings ist das von Samsung, das wird euch dann auch im Fernsehen angezeigt. Und IFT funktioniert auch, aber IFT ist mir zu teuer geworden, die haben da so viele Sachen, was gratis war, rausgestrichen, das sind nur noch zwei Sachen, die du steuern kannst. IFT ist uninteressant geworden mittlerweile. Es sei denn, man bezahlt und dafür halt keinen Bock. Das passiert dann über die Handy oder über Alexa schon genug, dass man da Szenen und was weiß ich alles einstellen kann. Da brauche ich IFT nicht. Ich kann in der Alexa-App auch sagen, hier, was weiß ich, wenn Bodensensor, also Bewegungssensor im Bad ausgelöst wird, weil die an der Kaffeemaschine zum Beispiel hängen, soll die Steckdose angehen und geht die Kaffeemaschine an. Zum Beispiel. Also das ist, da bist, ist, da brauchst du IFT nicht mehr heutzutage für. Ja. Und das soll es soweit zu der Steckdose gewesen sein. Ihr seht, es funktioniert wirklich ohne Probleme, einwandfrei. Ist halt, wie gesagt, hinten grün, weil sie für Balkonkraftwerke geeignet ist. Ja, ihr müsst nicht unbedingt, deswegen zeige ich euch das so gerne, weil viele mal denken, die müssen die mit, jetzt ruft meine Frau an. Die müssen die mitgelieferte App nutzen oder wo der Hersteller sagt, die App, aber die sind fast alle miteinander kompatibel. Selten, dass mal was nicht miteinander kompatibel ist. Aber wie gesagt, ich bevorzuge die Gosund-App, funktioniert schnell, dann hast du alles in einem. Ist aber auch gut, dass sie eine eigene App anbieten, logischerweise. Also, ihr müsst nicht, ihr könnt die App runterladen, aber wenn ihr schon Smart Home Apps habt, könnt ihr versuchen, das mit euren App oder mit eurer Lieblings-App zu verbinden. Erstmal spart ihr Platz auf dem Handy, weil ihr keine neue App installiert. Und ihr habt dann alles gebündelt in einer. Also ist halt, kann halt von Vorteil sein. Das müsst ihr euch selber entscheiden, ob ihr das wollt. Aber es ist machbar. Ihr habt es gesehen und ich habe das schon mehrmals bewiesen und ich mache es auch bei mehreren Produkten, auch bei mehreren Lichterketten oder LED-Stripes benutzt dann halt die, wie heißt sie? Ich komme mal, Magic Home. Magic Home nutze ich da. Hier. Magic Home benutze ich da am liebsten. Da habe ich dann alle drinne und kann dann halt in der App gleich alle steuern oder kann halt markieren und halt sagen, die und die sollen dit und die soll dit machen oder so. Das ist halt dann Zeitersparnis. Ja? Nichtsdestotrotz haben sie funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.